Was geht ab, Elite? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag hier in Minecraft Kill Theo zusammen mit den Killer Crafter. Guten Tag, hallo. Machen wir uns einen gemütlichen Abend. Was? Was ist hier los? Wie bitte, okay. Wo bin ich jetzt gelandet eigentlich? So. Nein, ja, wir sind wieder bei Kill Theo. Ich bin auch wieder am Start, hallo. Diese Kiste sieht die scheiße aus. Ich glaube, ich mache meine Kisten einfach mal oben hin im Haus, weil ich habe jetzt hier so ein, ist wie ein Dachboden. Na, das ist voll cool. Und ich werde, glaube ich, diese Folge mal noch ein bisschen minen gehen, weil ich würde gerne noch ein paar Diamanten finden. Also einfach mal ein paar Diamanten. Weil wir haben ja noch so gar keine Diamanten. Nö, ich baue sehr viel Holz ab, um ein Haus weiterzubauen. Sehr, sehr interessant immer. Ja, das ist auch immer so. Aber gehört halt auch zu Minecraft dazu. Ja, ja. Das ist Minecraft. Blöcke, ich glaube, das ist auch was viele nicht verstehen, dass eben Minecraft ist teilweise so lange einfach nur so Fleißarbeit, so abbauen und was weiß ich alles. Und trotzdem wird es eben erstens zu viel gespielt und zweitens zu viel geschaut auch. Das ist ja, ja. Auch noch ziemlich krass eigentlich so. Das ist wirklich, obwohl es halt so von außen her gesehen eher langweilig ist. Also ich meine, wenn man sich überlegt, Minecraft ist an sich einer der langweiligsten Spiele, die entwickelt worden sind. So nach meiner Meinung sogar nach Sims, weil ich finde, Sims ist an sich ja auch ein extrem langweiliges Spiel, weil man spielt ja, also an sich gesehen jetzt nur, also oberflächlich betrachtet, so man baut einfach nur seine Sims und kümmert sich um die und ja, das war's dann auch schon. Und so. Und Minecraft ist genauso, du bekommst eine Welt, baust du da ein bisschen so rum und das war's dann an sich auch schon. Was man halt draus macht, ist halt diese Sache, die man. Warum das Spiel auch, denke ich mal, auch so beliebt ist, weil man einfach so viel machen kann und weil es einfach jedem sich selbst überlassen ist. So, was mache ich jetzt in dieser Welt? Ja, aber so von außen betrachtet, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel da irgendwie mein Vater, der ja mit Videospielen jetzt nicht so viel am Hut hat, wenn der jetzt zum Beispiel so Minecraft schauen würde, ich glaube, der würde so denken, so, wow, da geht man irgendwie 10 Stunden Holz farmen, das ist voll langweilig und dann baut man irgendwie ein Haus und das ist dann alles und so, hä, was soll jetzt daran spannend sein, weißt du, so in dem Stil, ist eigentlich schon so ein ja, Spiel. Ja, gut. Meine Mom zum Beispiel hat ja auch mit Videospielen überhaupt nichts am Hut und wenn die in mein Zimmer reinkommt und ich zocke Halo und da ist volles Geballer und Action, alles explodiert und so, schaut die auch drauf und sagt, macht das überhaupt Spaß? Ja, weißt du, das ist schon so, das ist halt einfach so. Und hier sagst du, schau doch mal hin, Alter, was da los ist und sie so, da ist ja nur rumgebumpe und du verreckst tausendmal und was macht denn da noch Spaß? Und ich so, was ist los mit dir? Hast du gelitten, oder was? Ja, kann man aber irgendwie auch verstehen, weißt du, das ist halt irgendwie, im Prinzip sind ja Videospiele auch völlig doof. Ich meine, man geht ja irgendwie so in eine fiktive Welt und spielt da irgendwas, einen fiktiven Charakter oder was weiß ich und keine Ahnung, das ist so objektiv betrachtet, ist es ja irgendwie völlig so okay, weißt du, was ich meine? Aber es ist halt eigentlich viel mehr als nur so ein bisschen spielen, weil manchmal ist es halt, macht halt einfach Spaß. Man weiß auch nicht warum, es ist halt einfach so. Oh. Zombie, nein, aua, ouch, geh weg, dankeschön. Dankeschön. Ja, ist es wirklich so, aber vielleicht ist es ja eben das Tolle. Genau das ist das Tolle an Videospielen. So, jetzt baue ich meine Kiste hin und schmeiß da einfach mal alles rein, was ich für einen Quatsch hier gesammelt habe. Aber ich habe mir letztens auch wieder gerade gedacht, es gibt so viele unnötige Spiele da draußen. Weil letztens habe ich, denn, ich weiß nicht. God Simulator, wie das heißt. Ja, zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob du Dingens The Kedo Zone kennst. Kennst du den? Hast du mal ein Video von dem gesehen? Der macht eben auch manchmal so Indie-Games oder Flash-Games oder was auch immer. Doch, ich kenne ihn, also ich kenne seinen Namen, aber ich habe so noch nie so richtig ihn aktiv geschaut. Und er hat letztens so ein Spiel einfach gespielt, das hieß irgendwie BH Open Simulator. Aha. Und da ging es halt irgendwie cool. Drum, dass er irgendwelche, dass er so irgendwelche Dinge, so Entsperrungsmuster quasi fahren musste und dann ein BH öffnen konnte dadurch. Und dieses Spiel, das war so unnötig, als ich das gesehen habe, dachte ich einfach nur so, wer spielt sowas? Weißt du, das ist dann irgendwie so, okay, läuft bei euch. Man kann ja schon mal so ein bisschen üben fürs reale Leben dann, weißt du? Ja, es ist, wie er es genannt hat, pädagogisch wertvoll, dieses Spiel. Das ist wirklich pädagogisch wertvoll, ja klar. Es ist natürlich auch so, dass das, wenn du eben so ein BH ausziehen musst bei einer Frau oder so, ist auch erstmal so ein Entsperrungsmustermann und dann geht er von alleine auf, weißt du? Das ist ja, das ist ja ganz normal.
Du machst einfach plumps und dann ist er offen. Yes. Also, wie gesagt, Checkpoint. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist es ja wirklich so. Keine Ahnung. Ich meine, was ist dieses Real Life? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, schon, Mann. Aber wenn es ein Videospiel so ist, dann wird es schon so sein. Fichtenholzbretter. Ja, dann muss es so sein. Es muss einfach real sein. Muss kann sein. Gar nicht anders als sein. Es geht nicht anders. Es ist ein Videospiel. Alles real hier. Also es ist the real shit. Die Spiele werden immer realistischer. Das muss real sein. Oh, Nido. Das wird nix. Was soll aus uns werden? Apropos, ich hab ne echt coole. Meine Mom sagt immer, also nicht nur meine Mom, vor allem meine Schwester sagt immer, dass, also meine Großschwester vor allem, dass, wo sind die wahren Männer hin, sagt sie immer. Weil, jeden Freund, den sie hat, sind immer voll die Weicheier. Und ich muss manchmal auch so lachen. Also ich bin ja selber volles Weichei. Und deswegen muss ich so lachen, weil es halt einfach manchmal wirklich stimmt. So richtige Männer gibt's irgendwie gar nicht mehr, ey. Wie sagst du, über den letzten Krieg? Dieses Klischee ist einfach mittlerweile so weg. Ich meine, früher war es natürlich auch immer so Mann beschützt Frau, so in dem Stil halt einfach. Aber das ist ja heute jetzt auch nicht mehr so, weil ich glaube, viele Frauen würden auch irgendwie sagen so, ja, du musst mich nicht beschützen. Weißt du, irgendwie so, würden so, was, ich kann das doch auch alleine, warum willst du mich jetzt da beschützen, so in dem Stil. Weil halt eben, die ganze Zeit hat sich eben so ein bisschen verändert, aber ja. Ja, es ist lustig, es gibt so Beispiele, wo man wirklich lachen muss. Zum Beispiel, also wie Pärchen das so machen, duschen die manchmal so zusammen und meine Schwester geht immer sofort rein in die Dusche, auch wenn das Wasser kalt ist, ist dir wurscht, egal. Mein Gott, kaltes Wasser, ein bisschen frischen, ist nicht so schlimm. Aber ich bin natürlich so, nee, das geht nicht. Er muss halt erst einmal so warten, bis es warm wird, dann komme ich erst rein. Und so, jetzt scheiße nicht rum. Und so, nein, ich will nicht, erst wenn es warm ist und so. Und ein anderer Freund, der kann zum Beispiel nicht pennen, wenn er, also bei keinem kann er übernachten, wenn er nicht seine Schlafhose anhat. Was? Verstehst du? So eine Schlafhose. Also ich persönlich, ich schlafe einfach nur im Boxershort und mir ist das wurscht egal. Selbst im Winter. Aber er kann nicht einschlafen, wenn er nicht so eine Schlafhose anhat. Und dann ist man so, wo sind die wahren Männer hin? Das kann doch nicht sein. Und so, und, das ist alles so lustig immer. Ja, aber das sieht man zum Beispiel auch so bei Serien zum Beispiel. So alleine, wenn man einfach mal so Fernsehen schaut und die ganzen Serien. Früher war es immer so, ja, die Männer, die waren immer einfach so, ja, was weiß ich, 2 Meter breit und halt einfach wirklich beschützen die Frauen und so. Und heutzutage ist es meistens zum Beispiel so in Krimiserien oftmals auch so, ich weiß nicht, ob du die Serie Castle kennst oder auch The Mentalist. Und so, das schon gehört. Die Mentalist und Castle sind immer so die Frauen eigentlich die dann quasi mit der Knarre kommen und den Typen dann festnehmen und die Männer sind aber die halt so die Schlüsse ziehen, wenn man so will. Aber so, das muss so und so sein und dann am Ende ist es so. Also irgendwie so, weiß ich auch nicht warum, das ist ja auch im Fernsehen. Rollentausch, gell? So. Ja, also so irgendwie, dass die Frauen irgendwie so, ja halt, wir sind jetzt tough und die Männer irgendwie so, oh mein Gott. Wir sind die Schlauen. Voll der Rollentausch. Früher war es mal gerade andersrum, die Männer machen einfach nur die Arbeit und die Frauen sagen mal, der ist der Böse, okay, ich nehme ihn fest. Ja, so ungefähr. Nein, aber das hat sich alles so ein bisschen geändert. Ich glaube, das kann man auch gar nicht mehr so vergleichen. Das ist, ja. Ja gut, man muss dazu sagen, in den 70er Jahren hatten die Männer alle lange Haare und waren da auch nicht unbedingt jetzt so männlich mit langen Haaren. Gut. Also gerade, wenn ich mir diese alten Filme anschaue, wo dann diese Sunny Boys, diese Hübschen, dargestellt werden mit diesen langen Haaren, sagst du, wirkt eher ungepflegt. Also ist nicht unbedingt so der hübscheste Junge. Weiß nicht. Da merkt man schon, dass da auch dieses Schönheitsideal hat sich da wieder vollkommen verändert, also in den letzten 30 Jahren. Also auch logisch. Aber ja, wieder ein bisschen zu männlicher Rem wenigstens. Ja, aber das verändert sich auch. Ein Kuhschubser. Da schau her. Ein Kuhschubser. Ich hab vorhin den Kuhschubserfolg voll lustig bekommen. Ich hab nämlich einfach nur meine Kiste abgebaut, in dem ein bisschen so Kuhhaut drin war, also das Leder. Mhm. Und dann hab ich den Erfolg dadurch bekommen, nur weil das dadurch aufgesammelt wurde. Das ist natürlich. Ja, manchmal ist es eben so, wenn man einfach die Achievements plötzlich verliert. Ich meine, es ist manchmal, spielt man einen Tag lang auf einem Server und dann geht man am nächsten Tag drauf und baut so ein Stück Holz ab, da kann man dreimal auf Holz geklopft und irgendwie so, hä? Was? Wenn jetzt das, geil. Weißt du, so. Nein, aber das ist eben,
allgemein eben so Schönheitsideale, die verändern sich halt immer. Ich meine, ich glaube, so in der Zukunft, wenn man dann so auf unsere Zeit zurückschaut und denkt sich so, hä, irgendwie Gel in den Haaren, Frisuren, was für eine Scheiße, was soll das überhaupt, wie sehen die da aus? Und genauso wie wir halt immer manchmal so bei 70er Jahren Frisuren eben so mit ganz langen Haaren und was weiß ich, so denken so, hä, was, das war damals cool und Trend und was weiß ich, so, ja, es ist manchmal, ist halt so, ne? Ja. Das war natürlich eine der besten Erklärungen von dir. Ist halt so. Ist halt so. Es ist einfach so. Das muss man einfach auch so hinnehmen. Es ist halt einfach so. Man kann ja nicht genau erklären, warum und weshalb. Ja, es ist halt aber, weil es sonst langweilig wäre. Ja gut, wahrscheinlich kann man sich schon erklären. Da gibt es sicher Leute, die machen sich da ein bisschen Gedanken und dann kommen die schnell dahinter, wie das alles entstanden ist und warum und weshalb und wieso, aber interessiert doch keine Sau, es ist halt einfach so. Es ist halt einfach so. Nein, ich nehme das einfach irgendwie, einer probiert es aus und der andere sagt dann, ja, sieht cool aus und dann am Ende haben alle diese Frisur zum Beispiel. So. Also ich hatte mal so eine Phase, da habe ich mal alles Mögliche hinterfragt und mein Kumpel damals fand es sowas mega nervig, hat er einfach immer nur geantwortet, immer so, hä, warum ist denn das so, hab ich mal gesagt, meinte er nur, damit du was zu fragen hast, hat er mal gesagt so. Die gute Frage ist, wie du nachfragst, ich weiß aber, als ich war, da habe ich immer ultra gerne Leute genervt, indem ich einfach die ganze Zeit wieso gefragt habe. Mein Vater war nämlich immer so, ja, du musst doch Sachen hinterfragen und woher kommt das und wie entsteht die Milch, so quasi in dem Stil, weißt du so. Nicht einfach so, die Milch kommt aus dem Supermarkt, sondern die Milch kommt eben von den Kühen und was weiß ich, da soll man Sachen hinterfragen. Dann habe ich irgendwann, weil es mich so aufgeregt hat, weil ich einfach oftmals einfach mehr so der Typ war, ich will jetzt nicht unbedingt drüber nachdenken, wie das jetzt hier entstanden ist, sondern ich will meine Milch einfach trinken. So, Ende zum Beispiel. Und dann war ich halt immer so der Typ, der irgendwann angefangen hat, wieso? Du musst Sachen hinterfragen. Ja, wieso? Weil du es machen musst. Ja, wieso? Und dann habe ich immer so endlos gefragt. Und dann, wenn er sich darüber aufgeregt hat, habe ich immer so gesagt, ja, aber du hast doch gesagt, ich soll Sachen hinterfragen. Dann irgendwann hat er dann damit aufgehört, weil es ihn selber immer genervt hat. Die Fichtenholztür sieht aber mega scheiße aus. Das kann sein. Ich glaube, das kann ich nicht bringen. Aber obwohl, ich schaue es mir mal genauer an. Vielleicht ist die ja gar nicht so kacke. Also ich bin jetzt stolz auf mich, dass ich immerhin schon mal so ein Haus hingekriegt habe. Und jetzt bin ich gerade sehr viele Tiere schlachten gegangen, weil ich überhaupt kein Essen mehr hatte. Man bekommt sofort 3 Türen, wenn man eine nur bauen will? Ja, das ist auch neu. Aber eben, was natürlich jetzt auch wieder so ein Trend ist, wenn wir wieder bei so Trends sind zum Beispiel auch Longboarden. Das ist, ich weiß nicht, in Deutschland gab es ja das vorher auch schon so ein bisschen. Natürlich in der Schweiz auch, aber. Gut, obwohl man da ein paar Leuten echt zugute halten muss, dass die tatsächlich schon gelongboard sind, da kannte man den Namen Longboard nicht einmal ja, so ja. richtig. Ja, ja, aber zum Beispiel LeFloid ist ja auch so einer, der schon immer so Longboard gefahren ist. Ja. Aber ich meine, Longboarden an sich war immer, ja, weniger bekannt. Also es haben ja wirklich nicht viele gemacht. Und jetzt kam ja eben da umgespielt, der halt immer sehr oft über seine Longboards geredet hat und hat eigentlich dadurch, dass er eben so eine Reichweite hat, natürlich viele Leute auch, also allgemein die ganzen großen YouTuber wie eben Dena und so, die haben ja nur wegen ihm angefangen zu Longboarden. Und denn dadurch hat sich auch so ein Trend gesetzt, weil irgendwie jeder so dachte, so es hat irgendwie bei Ungespielt angefangen, so ja, Longboard. Und dann hat Dena angefangen zu Longboarden und Revi und was weiß ich. Und jeder hat dann so gemeint, ja, ist voll cool. Und dann ging das wirklich rüber und mittlerweile Longboard ja fast jeder so in meinem Alter. Longboardet ja mittlerweile fast jeder irgendwie so 15, 16, 17, 18. Da ist gut, ich finde es halt dann schon so ein bisschen. Also, ein an sich ist ja nichts Böses. So ein bisschen mal so ein bisschen inspirieren lassen von jemandem ist okay. Aber wenn ich dann halt irgendwie in Köln sehe, dass da so ein Haufen 13, 14, 12-jährige Mädels mit Longboards durch die Gegend fahren, denke ich manchmal schon so, oder machen die das wirklich einfach nur, weil es die tun, ich will das jetzt auch machen und so. Oder ist es wirklich so eine Leidenschaft? Ich weiß ja nicht. Das würde ich manchmal so ein bisschen so ein bisschen. Ich denke, so es kommt jetzt weniger so, wir machen es nur, weil die es machen, sondern mehr einfach so, die haben es gemacht, wir probieren es dadurch aus und uns gefällt es dann auch. Es entsteht mehr so, weil es halt einfach Longboarden, also ich persönlich fahre jetzt kein Longboard, ja, aber ist es so. Ist natürlich auch anscheinend, also ich habe viele auf dem Freundeskreis, die halt auch Longboard fahren und die sagen alle, es ist ultra chillig, wenn man da einfach mal so ein bisschen die Stadt fährt und so weiter, das ist... Kann wirklich eine. Ich bin noch nie Longboard gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht, weil ich irgendwie, ich bin eine Zeit lang, wollte ich immer skaten,
Ja, ich hatte auch mal so eine Phase, so eine Skater-Phase. Und da wollte ich immer auch skaten. Aber das ging auch nicht so lange, weil irgendwann dachte ich mir dann halt wieder so, ach, weißt du was, skaten, das ist irgendwie so langweilig, weil braucht man immer so ultra lange, bis man von A nach B kommt und der ist auch noch so sauer anstrengend, ich nehme lieber einfach das Fahrrad. Wurde ich halt wieder fauler, keine Ahnung warum, aber irgendwie hat sich diese Leidenschaft dann schnell mal wieder gelegt und dann hat sich das auch. Und heute, wenn ich, glaube ich, auf ein Skateboard stehen würde, ich würde, glaube ich, sofort umfallen. Ich weiß auch nicht mehr. Ich bin schon so lange nicht mehr so auf einem Ding gestanden. Ja, sagen wir mal so, ich persönlich, mich hat es einfach damals schon ein paar Mal auf die Fresse gelassen und dachte mir so, das ist doch scheiße, wer will mit sowas fahren, das ist doch voll blöd, das, nee. Krass war nicht da immer so mein Bruder, ich weiß auch nicht. Ich zum Beispiel hatte immer so Angst davor, schon fast nein, mehr einfach so Hemmungen, zum Beispiel jetzt einfach über eine Schanze zu gehen. Auch beim Skifahren zum Beispiel so, oh, da ist eine Schanze, ja, vielleicht ein bisschen neben durch und so. Aber mein Bruder, der hat immer der ist immer einfach so der Typ, so Augen zu und durch. Weißt du, so irgendwie. Wird schon werden. Beim Skifahren, der konnte kaum Skifahren, schon ging er über die ersten Schanzen. Weißt du, das ist irgendwie so, what the fuck, oder? Und der war immer so der Typ, der zum Beispiel auch beim Skateboard, ich weiß noch, der war damals, hatte einen Kumpel, der wirklich geskatet ist. Also der hat wirklich sehr lange auf Skateboard gefahren und er hatte ältere Brüder, die das auch gemacht haben. Dann gingen die zusammen mal so in einen Skaterpark, gibt's ja, nehme ich an, in Deutschland auch. Natürlich. Gibt's, war das halt eben so ein Skaterpark, da gab's dann auch ganz viele Schanzen und eine Halfpipe und was auch immer. Und dann ist halt mein Bruder, weil er nicht geskatet ist, ist er halt da mit einem Scooter hingegangen oder so, haben ja auch viele gemacht, und ist dann halt mit einem Scooter rumgefahren, ja. Ihr habt in der Schweiz auch Skaterparks? Ich dachte immer, dass bei euch so viel Berge und Schnee und deswegen, ihr könnt nur Skifahren. Oh mein Gott. Okay, gut, auf jeden Fall. Denn irgendwie, er konnte nicht skaten, dann ist er immer mit dem Scooter gegangen. Und da war zum Beispiel eben sein Kumpel. Der wollte dann nicht über diese Halfpipe gehen, weil er sich so dachte, nee, ich kann das noch nicht, ich bin da noch zu schlecht auf dem Skateboard. Und dann kam einfach so mein Bruder hin und dachte sich so, ja, so schwer kann das nicht sein, steht einfach so aufs Skateboard, geht mal die Halfpipe runter und dann hat sie ihn so richtig schön auf die Fresse gehauen. Und seither war er dann weniger so like, Augen zu und durch, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe sehr gut, was du meinst, ja. Ich glaube, es hat wirklich auch viel damit zu tun, wenn du wirklich Leidenschaft für etwas entwickelst, so Longboarden und so, dann ist es echt cool, aber für die Leute, die dann eben nicht wirklich eine Leidenschaft haben, dann ist es einfach so, dann nimmst du dich einmal so richtig auf die Fresse und dann gehst du nicht mehr drauf, weil du irgendwie so denkst, ja, ist so scheiße, Alter. Was Skateboard war halt eben auch so, ich bin halt generell, ich will mir oft was Gutes tun, ich bilde mir oft ein, so, ja, jetzt machst du Sport, weißt schon. Und dann stelle ich immer wieder das Neue fest, nee, Sport ist einfach nichts für dich. Du hast keinen Bock, es macht dir keinen Spaß, du fühlst dich nicht besser. Das ist einfach nur Scheiße, von vorn bis hinten, es geht einfach nicht. Ich bin ich bin wirklich richtig, Sport hat mein ganzes Leben noch nie was gebracht. Das war immer so, es hat einfach nur schlechte Laune, aber ich will nicht und also so Sport, so Joggen oder sonst irgendwas mache ich auch überhaupt nicht gerne. Ist einfach nicht so mein Ding. Aber zum Beispiel so Fußball spielen und so, da gehe ich dann richtig, also wenn es wirklich Sport ist, was mir Spaß macht, die weiß nicht, das war immer so beim Turnunterricht, da hat man immer so ultra gemerkt, gab es auch ein Semester, da hat man mehr so Übungen gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das in der Schule auch hattet, so Übungen, zum Beispiel eben so Krafttraining oder was auch immer, das war in der Schule manchmal auch, man musste man irgendwie so, keine Ahnung, also ich hab's immer so behinderte Übungen und die haben mir nie gut gefallen. Ja. Und wenn es so mehr dieses Semester war, dann war ich immer nicht so gut in Sport. Weißt du, habe ich immer eher eine schlechtere Note bekommen, einfach weil ich da nicht so mitgemacht habe, weil ich mir halt nur so denke, so, boah, das ist voll langweilig. Aber immer wenn dann so das Semester kam, wo man mehr so Fußball gespielt hat und Sitzball und whatever, war ich dann immer so voll mit dabei und hab dann auch immer voll die guten Noten gekriegt und so. Und das war immer, ich weiß auch nicht, Sport macht mir nur Spaß, wenn es wirklich auch ein cooler Sport ist, aber eben so like Fußball und so, aber so Ausdauertraining und boah, nee, mach ich wirklich nicht gerne. Das ist irgendwie so. Gut, sagen wir mal so, gerade sowas wie Krafttraining und das ganze Zeug ist okay, ich mach's halt einfach, um mit Blut zu kriegen und so weiter, ja. Aber selbst Fußball, einfach alles bei mir, weiß nicht so, viele meinten immer so, und fühlst du dich jetzt besser, hast du irgendwie bessere Laune oder so? Und ich denke immer so, eigentlich nicht wirklich. Ich bin einfach nur müde jetzt und habe keinen Bock mehr. Es ist irgendwie, mir gibt es einfach, komischweise gibt es mir irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht warum, ist halt einfach so, ich habe es akzeptiert. Und so. Nee, selbst Sportspiele, alles Mögliche. Ich war mal im Unterricht, da hieß es, also, wo war ich da eigentlich nochmal? Ich weiß nicht, ich hab irgendwie eine Scheiße gebaut oder so und war halt dann irgendwie nachmittags, irgendwie musste ich nachsitzen oder so und dann
hieß halt eben aus, da war ich in der Turnhalle, hieß eben aus, so, ja, willst du jetzt deinen Text schreiben, so wie du es machen solltest, oder machst halt einfach mit bei uns mit? Meinte ich eben aus, so, ja, nee, ich schreib lieber Text. Dann waren auch alle voll schockiert, so, jeden Mund aufgerissen, so, boah, was ist mit dem los, so ein krasser Außenseiter. Und ich dachte immer so, ja, lasst mich halt mal in Ruhe, ey. Lieber hocke ich mich hin, schreib meinen scheiß Text und geh wieder heim, als dass ich jetzt hier mit euch da Haufen fremder Leute irgendwie, keine Ahnung, rumsportel und so, so ein Scheiß. Lass mich los. Sicher, der Sportlehrer dachte so, ja, jetzt bin ich mal nett zum Jungen. Ja, willst du nicht lieber mit Sport machen? Einfach so, nein, ich will jetzt Text schreiben. Gut, ich glaube, ich war aber sowieso generell voller Emo-Boy. Irgendwie, ich habe irgendwie alles verhasst. Immer so, die Lehrer sind dumm. Meine Mitschüler sind dumm, sind doch alle scheiße hier. Ich will einfach nur wieder heim. Ich habe keinen Bock mehr. Witzig war, und manche ich hatte Lehrer, immer... Ja, manche Lehrer waren auch wirklich dumm, das sage ich dir. Das ist, ja. Nee, sag ruhig. Witzig war bei mir, ein Lehrer wusste immer so in den ersten Sekunden, Minuten mit mir, ob er mich mag oder nicht, weil ich hatte einfach eine verdammt große Fresse. Und entweder waren das Lehrer, die mochten das irgendwie so, ja okay, der hat wenigstens eine Meinung und der traut sich da die Meinung Temperament zu sagen. Temperament und so, ja. Oder es waren Lehrer, die dachten sich nur so, oh nee. Und es war bei mir wirklich immer so, ich hatte so eine Lehrerin, die konnte mich einfach nicht ausstehen von der ersten Sekunde an und es war einfach schon so klar und es waren wirklich, es waren 2 Jahre hatte ich die als Hauptlehrerin, es war einfach nur der Horror, weil die war so richtig schlimm, mochte mich überhaupt gar nicht, ich glaube, die mochte sowieso niemanden irgendwie, die war voll komisch, aber auf jeden Fall, da gab es wieder Lehrer, die mochten mich ultra und keine Ahnung, das war immer so ziemlich strange, weil ich hatte wirklich immer eine große Fresse, habe ich auch heute noch. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie so sagt, so, nee, lass mich mal, sondern ich gehe mal hin, so, ja, Schnauze jetzt. Aber witzig ist, ich habe noch nie so richtig aufs Maul bekommen, eigentlich. Man sollte ja erwarten, so groß. Das kriegt man sowieso eigentlich überraschend selten. Wer haut dann schon einem ins Gesicht? Das fallen wir. In Deutschland gibt es doch keine Männer mehr. So wie beim Anfangsthema. Nee, also ich hab mein ganzen Leben erst ein einziges Mal wirklich einem Menschen ins Gesicht gehauen und der hat es halt wirklich verdient gehabt auch, der war wirklich fuckfrech zu mir. Also wirklich unglaublich frech, ich sag so, boah, das blühst du dir eigentlich ein und der hat es dann wirklich verdient gehabt, aber ansonsten hat er keinen Grund, warum soll man jemanden ins Gesicht hauen, also die Deutschen haben so eine Mentalität gar nicht, dass man sagt, okay, ich hau jetzt jemanden ins Gesicht und die Schweizer anscheinend ja auch nicht. Ja, aber trotzdem irgendwie, weißt du, es war trotzdem irgendwie so in der Schule, wir hatten immer ein paar Leute, die immer mal draufgehauen haben, aber irgendwie der Witz war, ich war immer mit genau denen befreundet. Und das nicht mal mit Absicht, sondern irgendwie waren immer so diese Leute, die so dachten, boah, große Fresse ist irgendwie cool. Und irgendwie hatte ich nie die falsche große Fresse. Also immer hab ich mich irgendwie mit diesen Leuten angefreundet und habe wirklich nie aufs Maul bekommen. Also wirklich von gar niemandem. Also vielleicht mal von vielleicht meinem hast Bruder du ja so, so eine Bauernschleue. Gut. Dass du instinktiv immer die richtigen Leute wählst, so mit denen du halt nicht frech bist. Oder mit denen du dich einfach verhandeln gut stellst. Ja gut, aber es geht halt einfach darum, es ist bei mir halt einfach immer so, entweder mag man mich oder man mag mich nicht, weil ich glaube einfach, ich weiß nicht, das ist einfach mal so eine Aussage, ich glaube, ich habe einfach so eine Art für mich, ich bin einfach so ein Typ, ich sag immer meine Meinung und die muss ich halt einfach sagen, sonst bin ich nicht, sonst will ich da nicht sein, also wenn ich meine Meinung nicht sagen darf, dann bin ich schnell weg und ich sag die halt immer und es ist einfach, entweder mag man mich oder man mag mich nicht, Ende. Aber ich würde mich jetzt auch nicht irgendwie so... Es ist fast bei jedem so eine Regel, aber was ich einfach nicht kapiere ist, dass es einfach Menschen gibt, die einem einfach nicht mögen. So von Anfang an schon so. Irgendwie merkst du irgendwie, der mag mich nicht. Man fragt sich selber dann immer so, warum eigentlich? Habe ich was Falsches gesagt oder so? Ich lerne Menschen kennen, die mögen von Anfang an mögen mich nicht. Einfach so, sofort. Einfach irgendwie labern mich blöd an oder sagen auch irgendwie, dass ich dumm bin oder so. Sagst du, hä? Habe ich dir eigentlich irgendwas getan? Was ist da los? Das kapiere ich. Was heute nicht, wie das eigentlich sowas entsteht, weil ich persönlich mag eigentlich jeden Menschen, außer die, wo mich nicht mögen. Und was dann irgendwie auch verständlich ist. Mhm. Und ich kapiere das nicht, wie das zustande kommt, dass manche Leute einfach sagen so, nee, ich habe irgendwie keinen Bock auf dich, du bist voll anstrengend, nervig und sowas. Ich bin doch ganz normal, ich mach doch gar nichts. Ja, ich weiß auch nicht, also es gibt wirklich auch viele Leute und das ist eben wegen dem, was ich vorhin gesagt habe, ich habe viele Leute kennengelernt, die wirklich absichtlich immer so Sachen gemacht haben, damit sie cooler sind, wie zum Beispiel irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn da mal solche Leute sind, dann... Hm?
Das Rauchen anfangen? Nein, nicht Rauchen anfangen. Also ich meine jetzt nicht so, sondern mehr so, irgendwie, es war so in der 7. Klasse, war das immer so. War ich immer so in der Gruppe von eher eben so den Leuten, die halt mal reingehauen haben. Weiß nicht warum, ich selber habe das eigentlich nie gemacht, aber es waren halt einfach so meine Kumpels. Und da gab es dann immer Leute, die wollten so möglichst zu dieser Gruppe gehören und gingen dann irgendwie so im Schulgang rum und haben absichtlich Leute geschubst und dann ultra gelacht, nur damit sie zu dieser Gruppe gehören. Und an sich, wenn du sie dann kennengelernt hast, hast du gemerkt, ey, das sind ganz andere Typen, weißt du, die würden nie irgendwie einem Typen auf der Straße in die Fresse hauen, aber sie wollten eben so in diese Gruppe gehören und haben sich dann irgendwie umgestellt. Aber sowas habe ich eben nie gemacht, sondern ich gehörte einfach dazu oder nicht. War mir relativ also so der Anti. Das ist meine Cam. Also eher so der Anti-Gruppenzwang-Typ. Du, weißt du was, ich glaube, wir haben schon wieder voll die ultralange Folge. Ja, wir sind eben schön, wir haben gute Themen gerade. Also ja, trotzdem würde ich jetzt sagen. Ich glaube, wir verquatschen uns einfach gerne, habe ich das Gefühl. Ja, das ist so. Ist einfach so. Aber ich bin wenigstens saugut weitergekommen mit meinem Haus. Schaut mal an, wie geil das ausschaut, Leute. Ja, ich habe jetzt draußen schön viel Essen. Ist auch schön. Boah, Alter. Schon sehr glasig. Also mein Haus ist soweit eigentlich fertig. Außer meine Abonnenten schreiben jetzt, wie hässlich das ist. Da muss ich vielleicht nochmal schauen, dass ich das vielleicht ein bisschen verbessern kann. Aber trotzdem würde ich jetzt sagen, was das hier von dieser Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Ciao.